Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 9. Ja, letztes Mal hatten wir wieder mit Lilly was erlebt, und zwar sie konnte wieder sprechen. Und jetzt geht's in einen Kampf, den ich nicht wollte. Aber gut, man kann nicht alles haben. Oh, wie süß, kennt ihr die noch? Die kann Quina gleich mal killen. Bernie killt einen. Und Fifi darf auch einen töten. Los, Fifi! Yay! Was der Feind gemacht? Kommst du einen Keks? Yay, ein Feuer würde der! Jawohl! So, dann wollte ich eigentlich kurz in die Ausrüstung schauen und mir irgendwas anlegen können. Ich glaube nicht. Hey, Ben hat das Goldkäppchen fertig. Ich kann mir gleich Lilly geben, damit sie auch immer Levitas lernt. Okay. Fifi bekommt jetzt. Irgendwas habe ich doch vergessen. Ah, den Schwurring, genau. Für Zauberneutrum. So, ich verplemper sich hier wieder sehr viel Zeit mit dem, aber. Was sein muss, muss sein. So. Lilly. Kaputte. Kraft. Dings. So, Anfang werden wir kurz unterbrechen, denn wir lernen jetzt Bahamut. Und Quina hat Marienschild fertig. Ja, das ist eigentlich egal, was wir machen. Mogus Amulett. Ich glaube, das kann Echo lernen. Na, mach mal. Gib mir ein Periot. Ja, Quina, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas lernen will mit ihm. Mal schauen. Lilly könnte eigentlich das Goldkäppchen geben. Also, sie hat schon immer Levitas. Fifi auch. Immer Levitas. Immer Regina, wenn ich. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt da auf diese Seite vom Nordentor. Da. Waren wir noch nicht? Eigentlich schon, aber auf der anderen Seite. Hä? Bin jetzt beim falschen Nordentor gelandet? Hm? Ich glaube, ich bin beim falschen Nordentor gelandet. Oh Mann, was für ein Fail. Eigentlich will ich zum Nordentor. Wo haben wir denn da die ewiges Eis, ewiges Eis. Manchmal halt. Nach Treno fliegen wir kurz. Oh. Zurücklehnen und genießen. So. Eigentlich wollte ich ja da hinunter. Da haben wir nämlich auch noch ein Nordentor. Und zwar die andere Seite von Nordentor. Sage ich dann Südentor. Da gibt's nämlich noch Schätze, die wir noch nicht geholt haben, und zwar ein Elixier. Und was auch noch cool ist, 3206 Gil. Wir haben noch ein Zelt, glaube ich. Ein Elixier, okay. So, hallo Mogri. Wer bist denn du?
Moskau. Kennen wir dich schon? Ja, egal. Ich glaube schon, dass wir den kennen. So. Aber jetzt, ich habe gesagt, wir werden jetzt ein paar Schokobuschütze bergen. Und zwar fliege jetzt kurz zu den Schokobuschspuren. Wenn sich das Luftschiff mal drehen würde. So, da haben wir irgendwo hier Schokobuschspuren. Irgendwo hier müssten Schokobuschspuren sein. Ja, genau hier. So, dann steigen wir hier aus. Hallo, ich will hier aussteigen. Da ist nämlich der verwunschene Wald. Und hier mit Schokobuschspuren. Item. Gießerkraut. Wir haben schon 60 Gießerkraut. So, jetzt stellen wir auf Choco auf. So. Chocobo-Menü öffnen. Wir haben hier noch das fremde Land. Und ich glaube, das ist hier irgendwo in der Nähe. Ja, das sieht gut aus. Da ist ein Fluss. Und da ist dieses Steindings. Der muss hier irgendwo sein. Yay, gefunden! Was haben wir hier denn Schönes? Antidot 10, Jadereif 1, Dunkelschweif 3 und eine Frachtschiffkarte gefunden. Jawohl. Das war eigentlich schon alles, was ich hier finden wollte. Danke, Choco. So. Dann geht's. Ja, da haben wir Alexandria. Dann fliegen wir nach Norden. So, da wollen wir nicht hin. Da drüben haben wir die Insel. Da unten, unter uns ist die Insel des Lichts, zu der wir auch noch kommen werden. In einigen Folgen. Aber bis dahin haben wir noch Zeit. Wenn wir noch einige Sidequests erledigen. So, hier haben wir Chocobo-Spuren. Wieder einmal. So, dann werden wir hier kurz aussteigen, wenn wir aussteigen können. Gut. Dann gehen wir wieder hierher. Und ich schneide den Kampf kurz drauf. Oder? Ja, schauen wir uns an. Ich wollte die Steine trainieren. Na egal. Das sind, glaube ich, Eisviecher. Ja, Eisviecher. So, Lilly. Ach ja, Lilly hat jetzt wieder einen Trancebalken. Wir besiegen wir ganz leicht mit Feuer. Schauen wir mal, ob wir die fressen können. Ich werde irgendetwas fressen lernen. Ah, Grüne ist schon wieder weg. Los, Feuer! Also Feuer finde ich schon eine ziemlich coole Animation. Tot. Oh Mann, immer auf Grüner. Der Arme stirbt.
Muss ich wach bleiben. 5. 833 Schaden, Lilly. Aber jetzt sind sie tot. Schauen wir mal, ob wir noch fressen können. Nein. Hat sich schon übrig. Ja. Wenn ich diese Folge nicht ganz fertig werde, dann werden wir das nächste Folge auch noch fortsetzen. Ja. Soweit zu nehmen. Ich wollte eigentlich Choco rufen. Choco, komm zu uns. Und aufsitzen bitte. Dankeschön, Choco. Denn hier haben wir Land der Kälte. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ist es hier vielleicht oder ist es da hinten irgendwo? Nein, das ist nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, wo die ganzen Dinge sind. Oder ist es eh diese Sandbank hier? Sieht schon so aus. Schauen wir mal. Wo ist das bitte? Wo ist der verdammte Schatz? Ah, da ist er! Auf einen Schatz gestoßen! Echokraut. High Potion. Zelte. Und ein Theaterschiffkarte. Ja klar, ein Theaterschiffkarte. Gucken wir uns gleich an. Und zwar haben wir hier einmal das Frachtschiff. Und hier ist unsere Prima Vista. So, Choco, Dankeschön. So, was haben wir denn hier noch alles so Schönes? Einsame Sandbank, seichtes Wasser, trockene Insel. An Atoll des Grauens. Ein Plateau der Röte können wir dann mit begehen. Ja gut. Schauen wir als erstes mal die. Einsame Sandbank. Ja, Leute, dafür muss man kurz schnell mal einen Spickzettel suchen, weil wo ich das stehen habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Und zwar, ich habe jetzt gefunden, wo wir die einsame Sandbank finden. Und zwar, wir müssen hier absteigen. Dann gehen wir hier rüber. Eigentlich nicht relativ weit weg. Und zwar, wir fliegen hier hin auf diesen kleinen Mini-Kontinent. Hier gibt es irgendwo Chocobo-Spuren. Irgendwo hier muss es sie geben, glaube ich. Oder? Hä? Bin ich jetzt schon total verwirrt? Hä? Bin doch hier richtig. Ich hab gedacht, hier gibt es Schokobo-Spuren. Haben wir da getäuscht?
Wo sind das die hier? Oh Mann, die wollten ins Innere des Schiffs. Oder komme ich da von der anderen Insel rüber? So, nochmal kurz schauen. Oh Mann. Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt einen Cut machen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Leute, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.